Gott, liebe Erstkommunionkinder, liebe Geschwister, liebe Eltern und natürlich auch ein herzliches Grüß Gott an alle anderen Kinder in unserer Seelsorgeeinheit und auch darüber hinaus. Leider können wir ja dieses Jahr nicht zusammen die Heilige Woche feiern wegen Corona. Ihr seid jetzt schon 2,5 Wochen zu Hause und damit es euch nicht langweilig wird und auch damit wir Jesus auf seinem Weg ans Kreuz nicht alleine lassen und mit ihm dann befreit und fröhlich Ostern feiern können, sind wir heute Nachmittag hier, um uns auf den ersten Tag der Heiligen Woche vorzubereiten, den Palmsonntag. Als Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog, erkannten ihn die Menschen als König und so begrüßten sie ihn auch. Sie winkten ihm mit Palmen, sie jubelten und sangen und riefen Hosanna. Sie legten ihre Kleider auf den Weg. Warum die Menschen Jesus auf diese Art begrüßten, sollt ihr gleich von uns erfahren. Kleider auf dem Weg. Die Menschen zogen Teile ihrer Kleidung aus und legten sie vor Jesus auf die Straße. Denn sie wollten nicht, dass Jesus auf dem so staubigen und dreckigen Boden laufen musste. So wurden ihre Kleider zu einem Teppich für ihren König. Warum Hosianna? Die Leute jubelten, sangen und riefen Jesus Hosianna zu. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt, hilf doch. Der Ausruf ist gleichzeitig Bitte und Jubel. So wurden im alten Israel Könige oder Gott angerufen. Warum ritt Jesus auf einem Esel? Ja. Kriegerische Anführer reiten auf einem Pferd, friedliche Anführer auf einem Esel. Und Jesus ist ein friedlicher König. Der Esel hat in der Bibel einen friedliebenden, guten Ruf. Schon vor Jesus sind biblische Könige und Anführer auf Eseln geritten. So wie Jesu Vorfahre König David und dessen Sohn Salomo. Der Name Salomo bedeutet sogar König des Friedens. Und darum passt der Esel so gut zu Jesus. Warum brauchen wir Palmwedel? Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, haben die Menschen Blätter von den Palmen gerissen. Diese nannte man Wedel. Und wir in Deutschland möchten dieses nachempfinden. Wir haben natürlich keine Palmen, aber wir haben zum Beispiel grüne Zweige von Buchs oder anderen grünen Sträuchern. Die können wir wunderbar benutzen, damit wir uns auch daran erinnern, grün die Farbe der Hoffnung, dass wir uns schon auf Ostern freuen. Und wie wir so einen Stab basteln können, möchte ich euch gerne zeigen. Viele haben vielleicht einen zu Hause. Wer keinen hat oder dieses Jahr einen kleineren haben möchte, kann zwei kleine Stäbe nehmen, können auch Äste sein, ein buntes Ei dazu und ein paar Zweige. Und damit man das zusammenhalten kann, braucht ihr noch ein schönes buntes Band, macht eine schöne Schleife darum und dann steht eurer Feier am Sonntag nichts im Weg. Viel Spaß dabei!